Ja, moin moin Leute. Wir haben jetzt 7:15 Uhr, 7.45 Uhr und es heißt, dass heute am 28.01. die Sonne um 7.58 Uhr aufgehen soll. Und deshalb mache ich jetzt einfach mal kurz einen Rundumblick von Colonia, von Colonia de Sant Jordi auf Mallorca. Einer der südlichsten Punkte von der Insel, südöstlich, ne? Das ist die Insel Cabrera, die man hier sieht. Und hier, wenn ihr seht, hier seht ihr jetzt noch den Mond. Ja, hier sieht man, mal kurz herzoomen, dass man den Mond sieht. Hier wird der Mond hinten noch angestrahlt. Sehr, sehr schöne Bilder. Wenn man das natürlich live erlebt, ist nochmal was ganz anderes. Hier ist der Faro. Also Faro heißt auf Deutsch Leuchtturm. Das ist der Leuchtturm von Colonia mit seinem Platz. Ja, und das ist der Rundumblick. Das wollte ich euch heute einfach mal mitnehmen. Ja, für die Leute vielleicht, die es auch noch mal geschafft haben, jetzt dieses Jahr das einfach mal live zu erleben, ist es für mich ganz arg wichtig und einfach jetzt dran, euch mal da mitzunehmen. Genau. So, wie man sieht, wird immer heller, immer heller, heller, heller. Und es ist eine wahre Kulisse, was hier jetzt passiert. Weil das ist das, was ich unter Sonnenaufgang verstehe. Ja. Und da muss man halt einfach auch mal ein bisschen früher aufstehen, dass man das so erleben kann. So wie ihr jetzt seht, wird es jetzt immer heller und heller. Schau mal, ich kann das hier auch noch ein bisschen verstellen, das ist zu dunkel. Na, das sieht man es nicht richtig, ne? So sieht schon gut aus. Genau. Ja, und vielleicht noch ein bisschen was zu den Temperaturen. Also wir haben heute 28. Januar 2021. Und also ich muss ganz klar sagen, von der Temperatur ist das einwandfrei. Wir haben so jetzt zwischen 13 und 15 Grad tagsüber. Nächste Woche soll es auch einmal bis auf 23 Grad hochgehen, wo wir ja auch wieder sehr froh sind und dankbar sind. Wenn es dann auch wieder ein bisschen wärmer wird. Hier übrigens bei den Ausläufern, wo man jetzt hier sieht, ja, da sind die ganzen Angler. Das ist eigentlich so ein Angelsteg, kann man sagen. So eine, das sind abends dann, wenn es dann dunkel wird, oder dann auch nachts, ja, sind die ganzen Angler unterwegs und angeln die hier ihren frischen Fisch. Ja. Was man vielleicht auch noch sagen kann, als Information einfach, dass ich euch ein paar Informationen gebe, hier von Colonia, das Wasser. Es ist eine Stelle im Süden, das ist ganz arg bekannt auf der Insel. Das ist eine Stelle, die sehr, sehr klares Wasser zu bieten hat. Ja, sehr klar. Und also da, das ist manchmal echt der Wahnsinn. Manchmal denkt man echt, du bist da irgendwo in den Malediven oder so, oder? So sehr klar ist es. Ja, die Möwen, wie ihr seht, die sind auch schon unterwegs. Na, vielleicht kann ich den mal da oben einfangen. Ja, das ist schwierig. Schwierig, aber geht. Ja, doch, geht. Die Möwen, ne? Genau. So. Jetzt geht gleich die Sonne auf. Man sieht jetzt schon. Man sieht jetzt so richtig, wie es hell wird jetzt, ne? Langsam. Hier am Horizont von Colonia de Sant Jordi. Ich hoffe, ihr hört auch ein bisschen so das Meer. Spreche jetzt vielleicht kurz mal nicht so viel.